Jutschi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play, Siedlungscenter, Breath of the Wild. Und, ja, dann wollen wir langsam mal wieder. Oh, wieder uns auf der, ja, Hauptsache machen, uns zum Beispiel den Titanen mal dabei beruhigen, und zwar diesen Vogel da. Aber ich glaube, ich werde zuerst. Ja. Mal auf der Karte, ich hab's doch markiert. Was ist da hinten? Hm? Da bist du? Ich bin ja nicht sonst so ziemlich. Und ich hasse mich vor nichts und niemanden erschrecken. Aber beim Malik von Schloss Hero wird mir bang. Das darf euer Mann ruhig mal zugeben. Da sage ich auch nichts dagegen. Ich meine, ist nun mal keine schöne Sache. Aber anscheinend kann man tatsächlich doch ins Schloss reingehen. Wenn ich das so mein Guide das richtig sehe. Ach ja, im letzten Part habe ich einen Laien besiegt. Zwar ziemlich unfair, von Ferne aus mit Feuerfallen und Eisfallen und Bombenfallen und hat entsprechend auch viel Verbrauch und auch, auch dementsprechend auch einstecken müssen, weil er wieder mit seinen tollen Elektra-Sachen kommen musste. Und ich laufe irgendwie falsch. Ich wollte doch, wo wollte ich jetzt hin? Ja, zum Schrein dort, zum Daphnusberg da. Ja, aber ich wollte eigentlich mal meinen Leuen mal platt machen. Einfach, weil ich die nicht leiden kann. Auch wenn sie sehr beeindruckend sind, sind sie extrem nervig und so. Und den zu bekämpfen, also, das wird eine verdammt harte Arbeit. Weil da muss man wirklich perfekt kämpfen können und ich zu meinen Haaren schnell irgendwie den Knopf runterzudrücken. Also diesen Knopf hier so sorgt nicht gerade dafür, dass es einfach macht. Ach. Ist das jetzt ein ernst, du blödes Viech? Lass los, Link. Ich habe irgendwie keinen Bock auf dich. Was sagst du nun dazu? Da spiele ich lieber einen Krog. Die sind freundlich. Die sind nicht so die sind nicht so ätzend wie ihr. Vielleicht solltet ihr mal überlegen, wo kommt, dass keiner euch mag, hä? Ui, der ist mich entdeckt! Tschüssi! So. Gehen wir mal zurück. Ich sollte mal gucken, ob wo ich noch weiter irgendwelche Erinnerungen freischalten kriege. Aber. Oh, hier, glaube ich. Ach ja, das hier, da habe ich hier einen Verdacht, dass das eigentlich am Schloss Hyrule ist, ich bin am Cover hängen geblieben. Habe ich da irgendwie eine Waffe? Nee, ich habe gar keine Waffe in der Hand. Es ist irgendwie total lässig, dass immer ständig Waffen kaputt gehen. Hä? Achso, der hat nur gegähnt. Hm.
Nee, das ist okay. Das heißt, ich werde im Lauf der Energiegeldbankkassierung in zwei Hälften zu teilen. Schon. Nett! Lohnt sich das? Ja, toll. Lohnt es sich eigentlich, die Platz zu machen? Der hat eine Kelle. Ernsthaft? Ach. Ups. Oh, toll, Link! Ja, du hast ihn. Nö, Kelle, ernsthaft? Ach nö, nicht schon wieder so ein blödes Viech. Na komm noch mal. Na? Das war's dann mit dir. Oh, es hat den Fisch erwischt. Naja, oder wenigstens habe ich jetzt Fisch. Apropos Fisch. Den habe ich auch gleich. Ach ja. Oh, Holzbeule. Ich freue mich aber eigentlich, wo sie immer die ganzen herziehen, die ganzen Pfeile. Okay. Ja, mach mal weiter. Ich sammle jetzt mal. Wo ist er hin? Ah, da. Na los, du Wichslappen. Mach. Ach, komm. So sind die hier keine Pfeile. Der Typ hat doch dahin geschossen. Anscheinend gehen die wohl noch eine Weile kaputt. Hm. Ah, sieh mal eine an. Der Typ hat einen besseren Bogen. Okay. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Was soll ich mit denen Scheiß? So nach Worte, hier kocht der Chef oder was? Was so. Was soll ich? Ernsthaft? Ups. Ja, ausrüsten wäre mal nicht schlecht. So. Was soll ich mir denn Scheiß? Nee, der Typ hatte keinen besseren Bogen ab. Oder? Nö. Der Bären. Ach. Toll. Hm.
Ich hab deinen Befehl gegeben! Mach doch, was ich dir sage, Mann! Mach doch, was ich dir mal sage, Link. Ja, Herrn. Ach, sorry, da kam ich gegen das Headset. Link, was machst du jetzt? Wieso nimmst du jetzt ein Bad? Alter! Jetzt hat dieser Blödmann, muss der Blödmann da entducken gehen. Ich hasse das, dieses blöde Scheiße, dass die Duckfunktion auf die Bewegungsfunktion ist. Das ist so dämlich. Komm mal her, du. Was war das? Jetzt hat er schon wieder diese... Alter, ich hasse den Scheiß! Mann, hör auf damit! Steh gefäß auf, also... Aha, jetzt... So. Ernsthaft, das ist so bescheuert. Das ist einfach bescheuert, dass man diese Duckmechanik natürlich auf den Bewegungsknopf gepackt hat. Das ist sowas von saudämlich. Also, das war wirklich mit Abstand das Dämlichste, was man tun kann. Vielleicht soll ich das mal... Vielleicht kann ich das mal... Bildanzahl, Text... Aha, nee. Neidungssteuerung. Nö. Nö, da gibt's nichts. Da gibt's kein... Da gibt's nicht irgendwie, dass ich so umschauen kann. Da. Das ist so bescheuert, ey. Falls ihr mal das so hinkriegt, schön für euch, also für, schön für dich und sowas. Ich krieg's nicht hin, weil ich einfach automatisch irgendwie immer runterdrücke und sowas. Also hätten sie das anders machen müssen, so finde ich. Ich meine, dass sie sich diese, dass sie sich so beißen tut, das ist doch klar. Und so, also. Ja, da freue ich mich wieder, wenn ich wieder die anderen Zelda-Spiele spiele. Dann wird wohl die Sache mit dem X so drin sein, dass ich da mich wieder dran gewöhnen muss, Alter. Ach du schon ein Bogenschütze, okay. Toll, das Bestienschwert zerbricht schon. Ziemlich traurig. Und dafür habe ich jetzt allen Ernst, also... Wieso kann man eigentlich nicht selbst Waffen machen? Das wäre doch mal aber keine schlechte Idee. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum ich eigentlich den Kämpfen aus dem Weg gehe. Die Waffen gehen mir immer ständig kaputt. Ach, schlaft da schon wieder welche. Ja, ich... Tolles Schwert, hey denn.
Tja. Ja, also da müsste ich echt so eine schwächere Waffe nehmen und bei schwächeren Gegner üben. Sozusagen, also wie mit diesen, was zu diese Bocklings so hinterlassen, diese Sachen. Habe ich ein immer schön, wenn wir das Funkfeuer. Und dieser Sensor ist ehrlich gesagt scheiße. Der Sensor ist einfach wirklich Blödsinn, der funktioniert nicht. Hä? Da hinten ist doch der Schrein. Da. Okay, ist da blau. Ach. Hau ab, du Blödmann. Ich hab keinen Bock auf dich. Also die Zeitlupensache ist ja wirklich eine echt eine coole Sache. Das will ich nicht abschreien. Das ist echt super. Nur halt, dass da Link halt immer nun ja auf Deckung geht und sowas, das ist extrem nervig. Und ich meine, was will man auch dagegen machen, dass es nicht passiert? Hier, also, dass Link halt Druck anstelle, sich wegzubewegen. Ich meine, es ist auf derselben Taste. Wie lange geht das LP? Das ist schon seit, das muss schon das überste 200 unser Part sein und trotzdem kann ich nicht anders als mich über das auszukotzen, weil es so scheiße ist. Dennoch ist es ein tolles Spiel, das auf jeden Fall. Und ich sehe das jetzt mit dieser Knopfsache einfach auch als nun erweiterte Schwierigkeitsgrad an, dass man schaffen kann und ich werde es auch schaffen. Irgendwie. Ja, zu den Schreien kam ich ja gar nicht hin, weil es dort kalt wurde, wenn ich mich nicht täusche. Ziehen wir uns mal um. Ach, die Klamotten sind ja... Gut, ziehen wir uns mal wieder um, weil das wird sicherlich kalt. Ach ja, die sind ja da. Einmal die Hose. Und das hier. Warum piept das wieder nicht? Obwohl der Schrein eigentlich da sein ist. Piept der Schrein also tatsächlich da, wenn man in der Höhe Augenhöhe ist, also in der gleichen Höhe. Der Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, dann auch. Ich bin aber wenigstens froh, dass es tatsächlich den Daruk-Schirm und Nifas Gebet gibt. Sonst würde ich jetzt ziemlich alt aussehen. Aber bereits, ich muss mal wieder Zutaten und sowas kochen. Und vielleicht auch mal wieder Sachen verkaufen und dann Pfeile und sowas kaufen. Das wäre eigentlich auch so nervig. Dass man tatsächlich, wenn man zum Beispiel einen Schalter umlegt, dass man tatsächlich draufhauen muss. Ach. Die Zeit ist vorbei, Leute. Also beenden wir den Part. Und aber gleich vorneweg. Auch wenn es sich in dem Moment nicht anhört, es ist ein endgeiles Spiel. Also, zieh mal deine E.